Wir spielen Resident Evil, meine Lieben. Weiter geht's. Jilly Jilly, alles okay mit dir? Sieht fresh aus. Ihr geht's gut? Alles super? Das war der falsche Knopf. Geht schon gut los. Wir müssen in den Innenhof. Ich hoffe, das klappt hier mit dem Ton. Mir ist gerade mein gesamtes Mikrofon entgegengekommen. Ist wie mit Jilly Jill. Das Mikrofon will Aufmerksamkeit. Jilly Jill rennt ja auch jedem ständig in die Arme. So, wir packen mal das hier aus. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich hoffe. Munition haben wir. Sollen wir Heilmittel mal auf die Hand nehmen, vorsichtshalber? Ich bin mir nicht sicher, wie es weitergeht. Ist ja ekelhaft. Ich habe einen Haarmund. Bäh. So, wir nehmen das hier mit. Jilly Jill, und dann geht's mal gleich los. Achso, wir müssen wieder den Umweg laufen. Kann es sein? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Jill? Kannst du die Tür benutzen? Ja, nein, leider nicht. Ja, das freut uns sehr. Wartet mal, wir müssen nämlich jetzt... oh Mann, wieder den ganzen Weg laufen. Das haben die... Da bin ich sauer mit Resident Evil, dass sie das gemacht haben, bin ich ehrlich. Stinksauer bin ich da. Oh mein Gott, Donner. Ich sollte es... ich bin schon wieder ganz verwirrt, weil ich bin so panisch. Ich bin so wirklich panisch. Was wollte ich sagen? Achso, mit Kopfhörern ist das alles noch 10-mal so schlimm, wollte ich sagen. Ja, lauf mal hier einmal durch. Mit deinem Specki hintern, Jilly Jill. Hoppala. Ja, super. Richard wollen wir gerade nicht, wir wollen hier lang, genau. Hoffe ich. Ich überlege gerade, ob wir richtig sind. Das sehen wir wohl, wenn das Licht angeht. Geh mal runter und dann müssen wir da lang, da... Oh no, oh no, oh no, no, no. Ich weiß schon, was da auf uns wartet. Wo Jilly Jill hier mal auf Kuschelkurs geht. Wartet mal, links lang. Links ist der Weg. Wirklich wahr, ich habe mich nicht mal frisch gemacht vor der Folge, weil ich weiß, ich werde schwitzen. Ich werde schwitzen wie Sau. Geht schon los, weil es aufregend für mich. So, brech mal hier jetzt jede Tür auf. Renn mal durch wie so ein SWAT-Team. Achtung, Achtung, Jilly Jill kommt. Ah, ich fühle mich so wohl in dem Haus, dass ich gar nicht raus möchte. Jetzt möchte ich gar nicht mehr raus. So, jetzt geht's los, Leute. Jilly Jilly, ihr seht die Panik in ihrem Blick. Ihr seht die Panik. Okay, ganz leise. Ganz, ganz leise. Psst, Jill. Jill, trampel doch nicht so. Nimm die Kamera mit, Jill. Nimm die Kamera mit. Jill, nimm die Kamera mit. Jill, nimm die Kamera mit. Wohin willst du denn laufen ohne Kamera? Was macht die da? Ja, okay, Jill, bitte nimm die Kamera mit. Ich sehe nichts. Jill, ich sehe nichts. Ah, danke. Okay. Cooles Bild. Nein, Jill, bin nicht so laut. Okay, Jill, Kamera. Okay, und los. Renn, 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 renn. Oh mein Gott, renn da. Lauf doch mal. Okay, sie hat wieder verkackt. Sie hat wieder verkackt. Mann, Jill, ey. Jill, kannst du mir verraten, warum du das jetzt getan hast? Du warst schon durch. Du warst durch. Die dreht sich nochmal um und rennt den in die Arme. Die macht mich fertig, die Braut. Oh Mann, und das war nicht mal jetzt. Das war jetzt nicht das Aufregende, Leute. Jetzt geht's erst richtig los. Hat die den jetzt wenigstens umgebracht mit dem Elektroschocker oder mit dem Dolch? Ich glaube nicht, ne? So, ich meine nach und nach, dass wenn da nur noch einer ist, ist einfacher, wie wenn zwei da stehen oder drei. Warte, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr quatschen. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Das Problem ist hier, wir haben keinen Speicherraum. Was soll ich machen? Soll ich jetzt, was soll ich tun? Müssen wir jetzt hier lang? Genau, das war das Rätsel. Okay, noch können wir durchatmen. Hier können wir ganz easy durchlaufen. Keine Panik, Leute. Keine Panik. Kommt, das ist nur ein Spiel. Geh mal da lang. Ja.
hier die Bedürfnisse des Hundes. Einmal im Popo gepiekt und dann war's das. Spinnt mein Controller eventuell, weil Jilly Jill läuft ganz komisch. Ja, die Freunde hier, die uns einfach angegriffen haben, obwohl ich dir nichts getan habe. So. Jilly Jill, renn! Meine Güte, der wollte uns schon wieder angreifen. Ich dachte eigentlich, Raben greifen uns nicht an. Okay. Jetzt, meine Lieben, müssen wir ganz, ganz doll aufpassen. Diese Geräusche, ich sollte die Geräusche runterdrehen, damit ich davor auch nicht so Angst habe, ne? Okay, weiter. Ich gucke gerade Halloween, die ganzen Halloween-Teile, die sind weniger gruselig und trotzdem hatte ich Angst. Das ist der Wahnsinn. Jill, warum läufst du denn so komisch? Hier lang, okay. Nicht so schnell, Jill, bitte. Wer weiß, vielleicht gibt es die Sprengfallen oder so, die uns die Möpse wegsprengen. Okay, wir gibt es hier nur einen Weg anscheinend. Okay, Jill, ich sehe mal nicht, wo sie hinläuft. Huch. Okay. Oh Mann, ist das schwierig mit der Kamera. Ich bin Stresslevel 10.000. Okay, wir gucken. Wartet mal. Alles rot. Wir müssen. Jill, Kamera. Okay, wir bleiben hier hinten. Kein Problem. Nimm das mal mit. Werden wir gebrauchen. Naja, wir müssen auch eigentlich abspeichern. Wir kommen gerade aus dem Speicherraum, aber wir sollten abspeichern. Ich kenne Jill. Die stirbt gleich. Nee, wir wollen kombinieren. Mach mal mit dem hier mal und dann haben wir wieder einen Platz frei, ne? Wie sieht's jetzt aus? Guck mal, alles grün. So wollen wir es haben und nicht anders. Da will ich nicht rein. Okay, hier gibt's nicht mehr. Ach so, war ja eh grün. Hier gibt's nichts mehr, Leute. Ist grün alles. Ich kann nicht. Konzentrieren. Jetzt volle Konzentration. Okay, hier leuchtet es rot. Hier ist irgendwas. Kommt man hier lang? Hier kommt man gar nicht lang. Hier kommt man nur raus. Hier kommt man nicht lang. Okay. Jilly Jill, ja. Kamera immer schön mitnehmen, damit wir hier nicht hängen bleiben. Hallo? Ist jemand? Hä? Okay. Oh, da ist eine Karte von Innenhof, ja. Mitnehmen, ja, wollen wir. Das der, hatten wir die Karte nicht schon? Weiß ich nicht. Mhm, okay. Hatten wir die Karte nicht schon? Das kennen wir doch schon, oder? Den Weg jetzt hier und das da, oder nicht? Villa. Achso, und da kommt man dann zum. Ah, okay, alles klar. Hab verstanden. Sorry, Leute, hab's verstanden. Oh, eine Speicherdings, das ist sehr gut. Oh, und eine Kiste, herrlich. Das ist gut, hier fühle ich mich wohl. So. Wollen wir hier alles wieder sortiert lassen? Genau, schön. So. Was hier? Chill. Rot. Okay, hier ist was. Hier. Eine Windel. Haben wir. Sollten wir abspeichern? Ich glaube, wir sollten abspeichern. Irgendjemand hat die Tür aufgemacht. Jill? Jill! Steh auf! Jill, was machst du da auf dem Boden? Jill, schneller! Du bist umringt von Zombies. Jill! Schieß! Was bist du, Alter? Was bist du? Ich bin nervös. Ach, okay, Jill! Jill, wir sind gefällt, wir passen nicht durch! Nee. Ich hab doch gesagt, wir sollten abspeichern! Jill, warum bist du so dick? Du hättest da doch durchpassen können.
Das war gar nichts. Das war gar nichts. Das glaub ich nicht. Okay, wir müssen jetzt mal nachdenken. So, oh, ist das ätzend. Ist das ätzend. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder laufen. Amateur, richtiger Amateur, ey. Jetzt bin ich traurig ein bisschen. 10 Minuten. Und wir haben. Oh. So, chill bitte. Rennen wir jetzt einfach ganz schnell hier durch. Das war ja mal wieder erbärmlich. Ich sag euch, 2, 3 Kilo weniger bei Jill oder ein bisschen kleinere Brüste und da hätten wir durchgepasst. Aber so hatten wir uns ja voll im Weg gestanden. Er, sie ist. Hey, seid ihr wieder da? Meine Kamera hatte gerade SD-Error. SD-Error. Gut, kann weitergehen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei SD-Error. Ich hasse Technik. Wirklich, bei mir funktioniert Technik. Ich habe ja am Anfang gesagt, mein Mikrofon ist mir entgegengekommen. Jetzt spinnt die Kamera. Der Controller funktioniert auch nicht zu 100%. Oh mein Gott, was habe ich für ein Leben, ey? Trümmerhaufen. Ist alles hier so ein bisschen provisorisch. So. Mann, Jill, ey. Ich bin eh jetzt komplett raus wieder hier. Sofern wir da ankommen, speichern wir direkt, damit wir den Weg, falls wir nochmal sterben, nicht nochmal machen müssen. Wollte ich eben schon machen. Da waren wir aber dann schon tot. SD-Error schon wieder. Ich glaube, meine Kamera gibt so langsam den Geist auf. Also, falls die nächsten Folgen ohne Kamera ist, wisst ihr, dass die keinen Bock mehr auf mein Gesicht hatte. Oh, Technik. Ich komme mit Technik nicht klar und generell ist mir eh alles zu viel. Grundsätzlich überfordert mit dem Leben. Aber hey, wir kennen's. Chill. Nee, das ist. Die Kamera. Warte mal, hier, guck mal. Die Kamera gibt auf wegen deren Gesicht. Guck doch mal sie an, ey. Beruhigt euch. Okay, Jilly, du machst wie eben, nur dass du es diesmal besser machst. Kamera? Schieß dir mal direkt in den Kopf. Oh, gut. Geh mal hinten lang. Und links! Wow! Sie hat's geschafft. Mit einem Mal durchgerutscht. Schleimig war sie, deswegen hat er sie nicht gefangen. Das ist ja schon so aufregend immer für mich. Soll ich das ganze Spiel durchspielen? Und dann auch noch Resident Evil 2, 3, 4, 29, 30, 500. Sind da so viele Teile? Die anderen Teile sollte ich mit unter Beobachtung eines Arztes spielen. Wegen Blutdruck und Herzschlag und so. Damit der mal ein bisschen drauf guckt. Nicht, dass ich hier zusammenklappe und breche. Ja, versuchen wir es nochmal. Okay, Leute. Diesmal mit weniger Angst, weil wir wissen, was kommt. Hier macht uns gar nichts mehr Angst. Hier kommt nichts. Guckt mal, wie wir hier einwandfrei durchkommen. Jilly Jill, lauf da nicht gegen. Super. Hoppla hopp, runter da mit dir. Genau. Laufen kann sie. Und Rinder mit dir. Ach, Chili Jill, du bringst mich zur Verzweiflung. So, die lassen uns auch in Ruhe, weil wir haben ihnen nichts getan. Ganz einfach. Wir haben euch nichts getan. Lasst uns. Hier gibt es viel bösere Wesen, die ihr umbringen könnt. Und nicht mich. So. Hier brauchen wir keine Angst haben. So, wo lang geht's? Da lang, okay. Jilly Jill, zeig uns den Weg. Oh, hier geht's nicht weiter, Jill. Jill! Was machst du da? Warum machst du das, Jill? Ja, Jill, Jill, Jill. Das kennen wir hier alle schon. Lauf mal schneller. Hoch da mit dir. Achso, jetzt müssen wir die Kräuter wieder einsammeln. Ja gut, das kriegen wir hin, oder? Das können wir jetzt noch schnell machen. Wollen wir mitnehmen, ja. Dann kombinieren wir mal gleich, weil wir werden sonst wieder sterben. Ach, wir sind schon Warnung. Leute, warum sagt ihr mir das nicht? Wir sind Warnung, deswegen sind wir so schnell gestorben. Glaubt ihr? Ich glaube auch. So.
Jelly Jill, wie machen wir es jetzt am besten? Hol dir mal die Karte. Okay, haben wir. Und dann, wir müssen abspeichern, Leute. Innenhof, ja. Mitnehmen, ja. Okay, ist egal, ja. Ist mir alles egal, wir wollen hier... Super, Jill. Hast du toll gemacht. Wo ist die Kiste? Hier. Wir speichern jetzt hier erstmal ab, nicht, dass wir das gleiche... Hier. Das gleiche Desaster wie eben haben. Hier war irgendwo ein Speicherdings. Ja, hier, okay. Haben wir. Ich dachte, es wäre Speicherdings. Ein Familienfoto. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi erst angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt Mammel, wo? Was? Weiß nicht, Papi wieder. Das ist. Was ist das? Warum will nur bei ihr sein? Ja, okay. War das jetzt die Mami oder war das das Kind? Mami, wo? Bin so allein. Ja, ja. Okay. Ist das Mami? Mami ist. Also. Oh, Jill, wir wollen speichern. Ja. Ja, bitte, bitte, ganz schnell. Mami tot. Das war so wirre geschrieben, dass ich das nicht verstehe. Ja, mach hin hier. Wir wollen ja auch. So. Das können wir wieder auspacken. So, und da Jill hier komplett am Anfang ja schon Faxen gemacht haben, machen wir mal wieder ein bisschen länger. Weil sonst würden wir jetzt gleich ausmachen und das bringt ja nichts. Wir haben ja gar nichts geschafft. Gar nichts. Mitnehmen. Ja, die Windel wollen wir mitnehmen. So, Jill, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir da durchpassen? Ach du meine Güte, ich habe jetzt so Panik. Jill! Achso, sie wird EKO. Okay, das gehört zum Spiel. Sie wird EKO gehauen. Kein Problem. Kein Thema. Aber stehen wir jetzt bitte schneller auf, damit wir irgendwie... Kommen wir da durch. Mann, ja, ja, ja. Ja, guck, ich kann nicht spielen. Ich kann nicht spielen, da passiert nichts. Die lässt ihn ja richtig auf den Meter rankommen. Ich... Okay, okay, ich weiß nicht. Kann ich hier springen runter, Jill? Nee, okay, Sackgasse. Jill, mach mal so, dass wir sie sehen. Jill! Jill, renn! Wie soll ich durchpassen? Wie soll ich doch hier durchpassen? Mann, wer hat die denn so breit gebaut? Wir werden sterben. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht, weil Jill auch die Kamera nicht mitnimmt. Okay, und hoch damit dir, Jill. Nee, 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 nee. Okay. Schnell rauf, Jill. Grin einfach. Ist hier alles rot? Grün? Blau? Orange? Raus, 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 raus. Wo ist der Ausgang? Ausgang. Mir fehlen die Worte. Okay. Ich schwitze wie Sau. Mann, ei. Zurück, gell? Oh Mann. Jill. Okay, warte, warte, warte. Wir laufen ein bisschen entspannter, damit wir ein bisschen runterkommen. Warum ist denn jetzt hier Geräusche? Doch nicht entspannt. Jill? Was machst du da wieder? Hä? Hä? Bist du gerade im Kreis gelaufen, Jill? Jill? Ich fühle mich verarscht von dir. Hä? Wo lang müssen wir hier und warum läufst du die ganze Zeit im Kreis? Hier runter, oder? Ah, alles klar. Und jetzt lauf mal bitte hier nicht durch die... Ist die doof, kann man. Okay. Haben wir das Schlimmste jetzt hinter uns oder kommt noch was Schlimmes? Ich krieg so eine leichte Kälte in mir, so eine Angstkälte, weil ich auch nass geschwitzt bin. Da wird mir jetzt irgendwie ein bisschen kalt, wenn ich ehrlich bin. Oh. Nee, 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 lasst mich mal hier in Ruhe.
Sonst pieke ich euch in den Po wie den Hunden. Okay, hier sind wir wieder. Hier können wir ein bisschen ruhiger laufen. Hier ist nichts. Boah, ich muss unbedingt die Musik leiser machen, damit das mich nicht so stresst die ganze Zeit. Dieser Wind, dieses Wassergeplätscher, dieses Kettengeräusch. Was auch immer das für ein Geräusch war. Nervlich gesehen bin ich fix und fertig. Ich bin am Ende. Im Endeffekt könnte man mich auch einweisen. So, wie war denn, was war denn hier Phase? Hier war alles gut, okay. Wir hätten bestimmt jetzt sogar nochmal abspeichern müssen. Ich bin mir jetzt da auch nicht so sicher. Mir ist eiskalt, sag ich. Mir ist gerade wirklich echt kalt. So, wo sind wir? Da unten. Was machen wir denn da unten jetzt? Okay. Hundegejaule. Ach, wir waren hier schon mal. Hier haben wir den Hund getötet. Die Hunde, besser gesagt. Ja, wollen wir mitnehmen? Nehmen wir mal mit, oder? Ist hier noch mehr? Nee. Alle. Die Hunde haben wir hier getötet. Hier kann uns auch nichts mehr erwarten. Okay. Kurbel haben wir. Kurbel mal los hier, Jilly Jill. Sollten wir das prüfen? Hast du irgendwelche Merkmale? Das Ende ist quadratisch, okay. Keine besonderen Merkmale, okay. Ja, okay, danke. Verwenden. Jawohl. Feini Jill. Ja, mach mal ein bisschen Armmuskeltraining hier. Na komm. Die Grafik ist ja übel. Oh, was stimmt denn da mit der Grafik nicht? Habt ihr das gesehen? Es sah übel aus. Hey, hey, hey. Was steht da? Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Oh. Okay. Kommen wir hier nicht weiter? Ach so. Alles klar, verstehe. Kommst du da runter, Jill? Ja. Mhm. Hat Klick gemacht. Wollen wir mal hier lang weiter? Aber hier runter kommen wir nicht? Nee, okay, können wir nicht. Können wir nicht, Leute. Da ist auch nichts mehr. Oh, Jilly Jill. Hast aber was Knackiges da. Du ziehst da was Knackiges hinter dir her. So, wir müssen jetzt da... Hier lang? Kommen wir hier lang? Nee. Okay. Oh, okay, es geht runter. Naja. Ach, meine Güte, der Controller hat vibriert. Raben sind ja auch wieder. Kann ich dir... Soll ich dir Essen geben? Was willst du von... Nee, komm, lass... Keine Chance gegen dich. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Jill, renn einfach. Warum? Nee, wir müssen in die andere Richtung, Jill. Warum kann... Hä? Ich bin dumm? Hier lang müssen wir, Jill. Schnell. Ich habe keine Ahnung, warum die mich angreifen. Ich weiß nicht mal, wo lang ich muss. Müssen wir hier lang, Jill? Wir müssen die Krähen umbringen. Die bringen mich sonst um. Warum machen die das? Müssen wir jetzt da lang? Wo sind wir überhaupt? Nee, Jill. Nee, Jill. Ich kann nicht reden. Kombiniere mal. Ja, mach mal. Ah, okay, dann ess mal. Leute, wir haben keinen Platz auf der Hand. Wow, 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 wow. Hey, 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 was macht ihr? Hey, hey. Ist ja ekelhaft. Von der Decke. Wer faucht mich hier an? Wer faucht mich hier an? Sollen das Schlangen sein, die mich hier anfauchen? Das klang eher nach Katze. Miau. Wo sind wir? Residenz. Oh. Herzlich willkommen in der Residenz. Wir sind jetzt in der Residenz. So viel Giftdinger, okay. Kann ich einen Speicherraum haben?
Ich glaube, die Tür geht auf. Ja. Ja. Speicherraum. Oh mein Gott, wir haben Speicherraum gefunden. Das war... Okay, wir müssen erstmal unsere Handel leer machen. Brauchen wir die Kurbel noch, Leute? Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, was wir brauchen und was nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Ich packe die jetzt einfach erstmal aus. Ob das Richtige ist, weiß ich nicht. Oh, können wir das aufladen wieder? Ja, ja. Boah, seit hunderten Folgen hatten wir kein Kerosin mehr und jetzt haben wir endlich Kerosin. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir auch mitnehmen. Was ist noch? Hier ist noch was rot. Nimm mal das Erste-Hilfe-Spray, Jill. Danke. Wie geht's denn der ollen Jilly Jill? Gesund. Das passt. So, ist hier noch was? Hier ist alles grün. Ist jetzt die Frage, sollten wir abspeichern? Oder kriegen wir irgendwie mal irgendwo irgendwas gerissen? Das lassen. Nee, nee, Jill, Jill, bitte nicht zu schnell klicken. Das packen wir mal von der Hand, oder? Ja. Wir sind jetzt Profis und speichern mal nicht ab. Ist ja, wir werden es doch überleben, oder? So, okay. Weiter geht's, Leute. Wir sind jetzt in der Residenz, falls ich das noch nicht gesagt habe. Die Tür ist verschlossen, auf dem Schild steht 001. Okay. Kannst du da nicht rechts lang? Doch. Wow! Oh. Eieiei, okay, okay. Alles klar, lass los. Oh mein Gott, wie kommt da rein? Ich mag verschlossene Türen lieber. Okay, wo sind wir? Ah, im Flur, okay. Jill, nimm mal die Kamera, damit wir auch einen Überblick haben. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben, okay. Jill, langsam, langsam. Wir wissen, was passiert, wenn Fenster da sind. Okay. Ist hier irgendwas? Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Okay. Das hatten wir schon. Ja, Jill. Hey, Jill, Jill, Jill. Immer mit der Ruhe. Oh, da hinten hängt was. Kommen wir hier rein? Ja, Gott sei Dank. Galerie. Okay, kein Problem. Wenn die Tür zu ist, mag ich sehr gerne. Was haben wir hier? Keine Tür? Ne, links ist keine Tür. Okay, bis jetzt fühle ich mich hier relativ sicher. Eine Karte von der Residenz, ja. Wollen wir haben, auf jeden Fall. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja riesengroß. Das ist ja riesengroß. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, okay. Kann ich da durchgucken durchs Loch? Oh, wir sehen einen großen Bienenstock. Oh, Jill, warum hast du da durchgeguckt? Jill, warum hast du da durchgeguckt? Geh da rein. No, that wasn't part of our deal. Psst. But it's not necessary to destroy stars. Ist das Barry? What about my family? If I play my cards right. Mit wem redet er da? Barry? Rein damit, die Alter. Wir werden verfolgt von Wespenbienen, whatever. Mann, meine Haare. Ich bin so nervös. Meine Haare nerven mich richtig. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. Ja, peinlich. Du. I think age is starting to take its toll. Talking to myself. Er wird senil. Bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? Ja, ja. Du bist verrückt. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway. Kommt, quatsch nicht so viel und weitermachen. Go outside, schieß in den Hinterkopf und dann ist gut. Change. Tschüss, Barry. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. Hm. I'm lucky I'll get to waste some monsters along the way. Klar, lass uns wieder alleine. Sind in den besten Horrorfilmen auch so. Da lässt man ja immer einen grundsätzlich alleine. So, wartet mal, Leute. Wir müssen uns hier konzentrieren. Das ist alles rot. Alles rot. Wir müssen mal einmal
Okay, da ist Zeitung mit Blut bespuckt worden. Ist interessant. Oh, was stand da? Hat jemand so schnell mitlesen können? Hier gibt es nichts Besonderes. Okay. Warum ist der Raum rot? Was habe ich getan? Badezimmer, wo bin ich hier? Boah, bewegt er die Kamera nicht immer so schnell, Jill? Okay, da liegt was. Nee. Nicht schon wieder ein Schlüssel. Aha. Okay. Raum 001. Kann sich das jemand merken, bitte, von euch? Okay, der Raum ist nicht mehr... Der ist jetzt... Der Raum ist jetzt... Ach du meine Güte! Ach du meine Güte! Chill! Der ganz, ganz gemütlich. Der hat sowas von gemütlich diese Tür hier aufgemacht. Als hätte der nur kurz auf Toilette gewollt, oder? Kaka und Pipi machen, oder was? Eine Dusche hätte den auch echt gut getan. Dusch, was ist das für eine Musik? Das nenne ich Horrormusik. Guck mal die Hand da dran. Ich traue dem Raum jetzt nicht mehr, weil wo kam der her? Okay, das macht Schilder. Kann man den jetzt hier hinschieben oder was? Kann man den auch zurückdrücken? Nee, den nicht. Nee, ich weiß nicht, ob wir da lang müssen. Ich habe. Weiß ich nicht. Wir gehen zurück erstmal. Okay, nach unten will ich nicht. Ich will nicht nach unten. Unten ist ja gruseliger wie oben. Versteht ihr? Ja, wollo. Wo war denn der Raum 111? Nee, das war falsch, glaube ich. Wo sind wir? Ach. Mann, ich wollte gerade fragen, wo wir hier sind. Nee, ich will nicht mehr. Lass mich mal alle bitte in Ruhe. Warte, hier war Raum 01, oder? Okay. Ja. Was ist in dem Raum? Jill, was ist in dem Raum? Warte, die Geräusche. Jill, nimm mal das da mit. Chill, nimm das einfach nur mit und dann verdrücken wir uns hier wieder. Selbstverteidigungswaffe, ja, wollen wir natürlich mitnehmen. Selbstmordbrief, okay. Okay. Habe ich euch schon gesagt, dass ich lesen hasse? Okay, los geht's. Super, ich freue mich. 22. Juni 1998, 9.30 Uhr. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gibt keine Alternative. In meiner Lage hätte ich dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen, aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteht mich und lasst mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Auf der Vorderseite auch, meine Lieben. Linda, bitte verzeih mir. Linda? Wer ist Linda? Grün. Der Raum ist grün. Haben wir super gemacht. Das ist anscheinend der als Mensch zurückgelassen worden wäre. Und Jill, können wir hier auch
vernünftig laufen. Irgendwo muss das Bad sein, wo noch einer ist. Ist das das Bad, wo noch einer drin ist, ja? Okay, da ist einer drin. Wir stellen uns drauf ein. Knall den gleich mal erst. Hä, hier ist gar nichts passiert und so eine Geräusche. Klopapier, ist es verfärbt? Ja. Ich gehe davon ganz stark aus, dass der gleich aufsteht, ne? Ja, okay, polierter Spiegel. Warum schreibt ihr mir das? Sie ist voller Schmutzwasser. Mmh. Oh nee, Stöpsel ziehen. Schon wieder, haben wir schon zweimal. Wir ziehen mal den Stöpsel. Jill, entferne dich mal ein bisschen von dem Zombie, der da liegt. Da ist etwas in der Badewanne. Lassen wir liegen. Brauchen wir nicht. Was denn das? Jill, Jill, was ist das? Kontrollraumschlüssel mitnehmen. Ja, nee, eigentlich nicht, aber machen wir mal. Unsere Hand ist voll, Jill. Raus da. Raus da, Jill. Ich kann nicht mehr. Meine Nerven sind am Ende. Durchatmen bringt auch gar nichts. Meine Haare gehen mir so auf die Nerven, weil ich so gestresst bin wegen diesem Spiel. Nee, da wollte ich glaube ich gar nicht rein. Ist da der Speicherraum? Ich werde jetzt nur noch abspeichern. Ich bin fix und fertig. Ja. Oh mein Gott, wenn ich diese Melodie höre, geht es mir gut. Alles super, Leute. Wir sind sicher. Oh. Das ist eine Selbstverteidigungswaffe. Rüsten wir erstmal. Ist doch keine. Es war eine andere. Ist eine andere Waffe anscheinend. Oh, meine Güte, ich schwitze wie Sau. Das ist der Wahnsinn. Dieses Spiel macht mich fix und fertig. Das will ich nicht mehr spielen. Mann, ey, 40 Minuten, ey. Guckt euch an oder lasst es sein. Mir egal. Ich bin fix. Ich wusste die scheiß Abspeicherdings. Ganz schnell jetzt hier, Jill. So. Meine Lieben, nee, ist viel zu früh, sorry. Ich speichere ab für uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!